Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 28. April 2018? Sonne befindet sich immer noch in Tierkreiszeichen Stier und das bedeutet etwas für die Stiergeborenen. Klarheit, Orientierung, Wahrheit, etwas ins Licht zu bringen, etwas erkennen, die Augen öffnen, etwas wahrnehmen, aber auch wahrgenommen werden. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich hat das auch einen Einfluss auf den Skorpiongeborenen. Sie haben die Naturverbundenheit oder die Bedürfnis nach materieller Sicherheit oder etwas befestigen, eine feste Boden unter den Füßen. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Natürlich ist es die Energie, was aktiv ist, nach außen gerichtet. Etwas vermehrt sich, etwas nimmt zu. Und diese Mondphase eignet sich im Allgemeinen dafür, etwas beginnen, was vermehren soll. Trotzdem sollen wir uns informieren, die täglichen Einflüsse, weil es kommen immer wieder Tage, wo Hindernisse da sind, dann ist es vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Oder jeder Tierkreiszeichen erlebt es auch andere. Für die eine Tierkreiszeichen ist den Tag vorteilhaft, bei den anderen Tierkreiszeichen ist das eine Einschränkung. Und den heutigen Tag durch die Mondenergie. Unsere westlichen Astrologie richtet sich nach Sonnenkalender. Anderen astrologischen Richtungen, wie die chinesische Astrologie, die tibetische Astrologie, die arabische Astrologie oder das ganz berühmte, bekannte indische Astrologie, sie arbeiten mit Mondkalender. Das heißt, sie beobachten genau die tägliche Mondenergie und das möchte ich auch in dieser Aufnahme mit einfließen. Deswegen bezeichne ich das jetzt auch als Mondmagie. Weil die Mond hat einen ganz großen Einfluss auf unserem Alltag, auf unserem Leben, aber einen großen Einfluss auch auf unserem Gefühlen. Und weil die Mond eine starke Wirkung hat auf unserem Tag, deswegen ist es auch wichtig, diese Mondenergie mal näher betrachten. Und welchen Mondeinfluss stehen wir heute? Heute haben wir die Bedürfnis nach Zweisamkeit. Viele Menschen haben diesen Wunsch, ihren zweite Hälfte zu suchen, ihren Seelenpartner. Also die wichtigste Thema ist gerade die Liebe. Und wir haben auch heute diese Ausstrahlung. Ausstrahlung, was die Liebe anzieht. Das heißt eine starke Liebesenergie. Und im heutigen Tag kann Wunder geschehen kommen zum seelischen Partnerschaft oder karmischen Begegnungen. Also die Anziehungskraft ist da, aber auch die Sehnsucht und dieser Wunsch nach Liebe. Der heutige Tag eignet sich aber auch dafür, andere Wünsche zu erfüllen. Alles, was in unserem Herzen liegt, was wir lieben. Heute habe ich wieder die Rosenquarz als Halbedelstein ausgesucht, weil die Rosenquarz ist die Stein der Liebe. Das habe ich jetzt auch als Anhänger. Hier sieht man die Rosenquarz. Dieser Anhänger befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com, also ist auch bestellbar. Wir können mit Halbedelsteinen arbeiten als Schutzstein, als Heilstein,
verbessert, verändert Energiefelder und wir können als Amulett tragen. In meinem Shop gibt es auch Düfte, Duftöl, auch für die Liebe, was die Liebe anzieht. Dann können wir mit diesem Düften arbeiten und mit Rosenquarz, dass wir mit einem Kosmetikpinsel diese Stein bepinseln und dann nimmt die Energie des Duftes auf und wirkt auch als natürlich als Amulett. Aber wir können auch mit Mondenergie aufladen und das würde ich auch empfehlen. Immer die Themen, wo sich gerade die Mond befindet. Und heute bewegt sich die Mond in Tierkreiszeichen Waage, hat auch mit Partnerschaft etwas zu tun. Also das eignet sich die heutige Mondenergie, diese Halbedelstein, Rosenquarz, der Stein der Liebe aufladen. Die Rosenquarz wirkt beruhigend, auch in Räumlichkeiten, bringt Harmonie. Dann wirkt auch um die Liebe, zieht die Liebe an. Viele behaupten auch, dass das wirkt, dieser Rosenquarz, Halbedelstein, auch unter dem Kissen zu legen. Und das bewirkt sehr stark auch die Liebe, anziehendes Liebesenergie. Rosenquarz hilft auch bei der Herzöffnung. Also das ist der Stein der Liebe, hilft die Liebe, verbindet die Liebe, zieht die Liebe an. Und heute passt die Zeitqualität dazu, weil die heutige Mondeinfluss, genau das ist die Thematik, dazu ist noch das Mond im Tierkreiszeichen Waage befindet, wo auch Venus herrscht, die Liebesplanet, alles hängt zusammen. Heute haben wir diese starke Liebesenergie, die Wünsche nach die Liebe und die Anziehungskraft und das eignet sich dafür, die Rosenquarz, die heutigen Mondenergie aufladen. Aber wir sollen erstmal entladen mit fließendem Wasser, dann können wir mit diesem Mondenergie aufladen. Und diese zunehmende Mondphase natürlich aktiviert auch, dass das zunimmt, diese Energie und die Thema ist, auch die Waage, dem Waage-Mond gerade die Thematik, die Liebe, Partnerschaft. Also so können wir Rosenquarz gerade als Amulett behandeln und das als Amulett auch tragen. Ich empfehle die Düfte und auch die heutige Mondenergie zum Aufladen. Das heißt erstmal entladen mit fließendem Wasser, dann rauslegen im Nacht, dass die Mondenergie empfängt und dann ist das Stein aufgeladen mit diesem Liebesenergie. Die Tag eignet sich dafür, die Mond in Waage eignet sich dafür und das wirkt, verstärkt die Energie des Rosenquarz und ihr könnt das als Amulett tragen, die Liebe anziehen. Die Liebesenergie ist sowieso da. Und das natürlich verstärkt noch oder verbindet die Rosenquarz oder hilft den Tag auch bei der Wunscherfüllung. Und wenn das um Liebe geht, dann die Rosenquarz auch unter dem bei Schlafen unter dem Kissen legen. Natürlich erstmal aufladen mit dem Mondenergie, das heißt heute Nacht rausstellen im Mond. Und dann ab morgen könnt ihr die Rosenquarz unter dem Kissen legen. Welche Tierkreiszeichen wirkt ganz stark? Das sind die Stiergeborenen, die Fischengeborenen und die Schützengeborenen. Das ist die Stein für diese Tierkreiszeichen. Und welchen Einfluss bekommt die heutige Mondbewegung? Das ist erstmal Vorrahmen. Diesem Stern Vorrahmen befindet sich im Schiff Argo. Mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren, das goldenen Fell der Widder zu holen. Also zeigt Bewegung. Aber das ist wie eine Öffnung und rundherum ist Nebel, also gar nicht so einfach mit dem richtigen Schlüssel, die richtigen Tür zum Öffnen. Und weil wir heute die Liebesenergie haben und die wichtigste Thema, was die Mond vermittelt uns heute, die Liebe suchen, die Liebe empfangen,
Also das handelt sich um Seelenpartnerschaft und das ist die Anziehungskraft gerade, weil jeder sucht ihren Seelenpartner und natürlich hier ist wichtig auch, dass das auch die richtige ist und da sollen wir auf unserem Gefühl vertrauen. Aber nicht nur das wichtig, dass wir das Vertrauen und unserem Gefühlen hören, sondern es ist wichtig auch die Anziehungskraft. Und genau das erzählt diese Geschichte der Argonauten und des goldenen Felder wieder. Die Tierkreiszeichen wieder symbolisiert den Neubeginn, den Neuanfang. Und diese goldenen Felder wieder hat auch eine symbolische Bedeutung, das Gold und das Fell. Die Fell symbolisiert die Energiefeld, die Farbe Gold, natürlich diese läutenden Farbe, der Aura. Es ist nichts anderes, als diese Geschichte beschreibt, wie wichtig ist diese Ausstrahlung, besonders bei Neuanfang. Und damit beginnen wir alles eigentlich mit diesem Energiefeld, weil das hat eine Funktion. Das heißt, jeder Mensch hat ein Energiefeld. Dieses Energiefeld entsteht von dem Inneren und es ist unserem Denken und Fühlen. Das heißt, wenn wir beobachten dieses Energiefeld, es gibt Menschen, die das sehen können, es gibt aber auch Geräte, wo das auch fotografieren kann und entsteht dieses Energiefeld in Farben. Und bei diesen Farben können wir erkennen, das Mensch, das Inneren des Menschen, das Denken und Fühlen. Natürlich gibt es Menschen, die mit Problemen beschäftigen und in diese Richtung schauen. Das heißt, das vermehrt sich nur, weil Gleiche zieht Gleiche an. Und wenn wir ständig mit Problemen beschäftigen, dann wird das nicht weniger, sondern wir ziehen das an. Die Probleme werden mehr. Dann kommt das Gefühl dazu. Wenn wir da Schuldgefühle haben oder Angst haben oder wir zweifeln oder kommt manchmal noch anderen Gefühlen dazu, was auch negativ ist, wie Neid oder Eifersucht oder Hass oder solche niederen Gefühle, beeinflusst die Energiefelder, auch die Farben der Energiefelder. Und diese Energiefelder hat eine Funktion, weil das ist die Anziehungskraft. Das Gleiche zieht Gleiche an. Wenn wir Angst haben, dann werden wir das anziehen, wovon wir Angst haben. Ich habe eine Freundin gehabt. Und diese Freundin erzählte mir, das liegt schon mindestens 30 Jahre zurück und sie war viel älter als ich. Sie sagte mir damals, in ganzer Ehe habe ich Angst gehabt, dass mein Mann irgendwann eine Jüngere findet und mich verlässt. Und ich kann nichts dafür, diese Angst hat mich all diese Jahre, sogar Jahrzehnten begleitet. Ich habe sie kennengelernt bei ihrer Trennungsphase. Ich habe sie auffangen. Und genau das hat eingetroffen, wovon sie Angst gehabt hat. So ist gekommen. Er hat eine 30-jährige jüngere Frau kennengelernt, hat sich scheiden lassen und er ist mit dieser jüngeren Frau zusammen. Was passierte hier? Die hat das programmiert, all Jahren und Jahrzehnten während der Ehe, jeden Tag hat sie diese Angst begleitet. Was war die Ergebnis? Genau das, wovon sie Angst gehabt hat. Deswegen ist es wichtig, wie wir denken und fühlen und nicht die Angst programmieren, sondern weil das kann sowas dann auch passieren, dass das wirklich das eintrifft, wovon wir Angst haben, weil wir damit beschäftigen, weil wir da Energie lenken und das kommt zurück,
wo wir die Energie senden, wo wir die Energie lenken. Und das kann auch in die Negativen gehen. Also wichtig ist, sehr, sehr wichtig, von Ängsten zu befreien. Und damit beeinflussen wir unserem Energiefeld. Und das ändert sich natürlich täglich, wie unsere Stimmung ändert sich, unserem Gedanken ändert sich. Aber wir sollen dieses Energiefeld veredeln. Veredeln meine ich angstfrei leben, positiv denken. Da haben wir automatisch anderen Energiefeld und das erzählt der goldenen Felder wieder, die goldenen Energiefeld. Das ist die Aura. Und das ist die Bewegung und da geht die Reise mit diesem Schiff Argo, wo die Argonauten diese Energiefeld, diese goldenen Feld zurückgeholt haben. Und das ist nur zum Nachdenken. Dann beeinflusst unsere heutige Mondbewegung auch Speaker. Und Speaker heißt, etwas trägt Früchte. Das heißt, heute ist eine starke Liebesenergie. Heute ist dieser Wunsch da und diese Sehnsucht da, aber auch die Anziehungskraft. Dann sollen wir unserem Energiefeld arbeiten, das stärken, daran vertrauen, daran glauben und Ängste loslassen. Und als Hilfsmittel natürlich die Stein der Liebe, die Rosenquarz als Amulett tragen, bei uns tragen, das harmonisiert, das verbindet Energiefelder und öffnet den Herz. Und damit wir diese Halbedelstein stärken und aufladen, können wir die heutige Mondenergie dazu nutzen und ab morgen als Amulett bei uns tragen. Und dann kommt auch die Ergebnis, die Anziehungskraft, dieses Energiefeld ist da. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Ihr habt die Bedürfnisse erzählt, Wahrheit, etwas ins Licht zu bringen, etwas klar und deutlich sehen, orientieren, auch wahrgenommen werden. Und einen guten Einfluss haben die Stiergeborenen. Etwas kommt in Form, jemand kehrt zurück in Vergangenheit. Oder gibt ein Thema bei den Stiergeborenen, was zusammenhängt mit der Vergangenheit, da wird etwas geklärt. Oder wird man etwas klar und deutlich erkennen, da kommt etwas in Form. Bei vielen Stiergeborenen kommt auch eine Veränderung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, ein gutes Gefühl dabei. Und sie können auch von vielem loslassen, wie Vergangenheit loslassen oder Ängste loslassen. Aber ein gewisser Zweifel ist noch da. Und das ist der letzte Schritt noch, diese Zweifel überwinden. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig immer noch die Fundament, das Basis und das ist die Familie, die eigene vier Wände, die Zuhause. Bei vielen Krebsgeborenen ist es ein neues Heim, aber auch das Stärken oder da die Kraft zu holen, dieser Rückzug. Dieser Rückzug ist momentan sehr wichtig, weil in dieser Ruhe liegt gerade die Kraft oder die Kraft einsetzen für die eigene Zuhause oder Familie, das verschönern, verbessern, verändern. Aber Unternehmungen liegt da auch da, das ist die vertraute Umgebung wie Nachbarschaft oder Verwandtschaft. Da kommen die Kontakte, Besuche, Einladungen und das können die Krebsgeborenen natürlich nützen. Oder das ist angenehm, das ist ein gewisser Ausgleich, aktiv und passiv. Das ist die schöne Ausgleich bei den Krebsgeborenen. Was noch wichtig ist für die Krebsgeborenen, eine Schulung oder Ausbildung, einige Krebsgeborene machen da Gedanken, etwas Neues zum Lernen, etwas orientieren, diesbezüglich aber noch nicht handeln, lieber abwarten für einen besseren Tag. Heute ist wichtig eher die Familie, die Zuhause, die Gefühle, auch die Ruhe, vielleicht ein Besuch oder ein Besuch empfangen und dann stehen die
Krebsgeborenen in vollkommener Harmonie, in Ruhe, in Gelassenheit und in inneren Kraft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmischen Thema. Jetzt kommt die Liebesenergie dazu, auch die Leichtigkeit und Glück. Und das kann bei vielen Löwengeborenen dazu führen, dass sie ihren Seelenpartner finden oder wenn sie schon gefunden haben, dass da mehr Stabilität kommt oder eine Erklärung. Also die Liebe ist die allerwichtigste Thema und da haben auch Glück die Löwengeborenen und das sollen die auch genießen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtig, dass sie beruflich neu orientieren und etwas verbessern und die Chancenmöglichkeiten sind da. Auch die Mut und die Kraft, das mal in Ordnung zu bringen, in Form zu bringen und verbessern, die berufliche Situation verbessern. Weil so wie das in die Vergangenheit gelaufen ist, das hat die Jungfrau geborenen beengt, gekränkt, waren nicht so glücklich oder nicht ganz frei. Also das war wirklich notwendig, da etwas zu verbessern. Und es ist auch gerade eine Heilenergie für die Jungfrau geborenen. Thema Gesundheit, Ernährung ist auch ein sehr wichtiges Thema. Entweder weil ihre Lebensqualität verbessert sich dadurch, aber bei vielen Jungfrau geborenen ist es gerade die Berufung für andere da zu sein, bei heilerischer Beruf oder als Berater, Beraterin im Bereich Ernährung. Also das wäre auch ein Weg bei einigen Jungfraugeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist eine gewisse innere Unsicherheit. Sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie sich bewegen, was sollen sie tun. Es ist auch zu viel, zu hektisch. Dazu brauchen die Wagengeborenen gerade die Rückzug, die Ruhe, das mal ordnen und wirklich nur auf dem Wichtigsten konzentrieren. Und es ist gerade die Liebe, Partnerschaft, weil da liegt auch das Glück und da liegen auch die Chancen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist auch sehr wichtig, die Liebe, Partnerschaft. Und das bringen sie auch in Ordnung, nicht unsicher zu sein. Das ist etwas noch gebremst, viel hängt noch mit der Vergangenheit zusammen. Vielleicht ist auch wichtig bei einigen Skorpiongeborenen die Vergangenheit abschließen, von etwas loslassen oder von Angst loslassen. Angst zieht genau die Situationen an, wovon wir Angst haben. Also lieber umdenken, ein bisschen umdenken, offen zu sein, die Herz zum Öffnen, zu dem Liebe, Partnerschaft. Einige Skorpiongeborenen haben auch eine rechtlichen Themen, das ist auch noch gebremst, geht nichts voran, aber nicht unsicher sein, da dreht sich auch alles. Und jetzt kommen die Schützengeborenen. Die Schützengeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, das spiegelt das Leben gerade bei die Schützengeborenen. Jetzt kommt mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung, mehr Glück, aber nicht nur warten und passiv zu sein, sondern die ganze Geheimnis liegt daran, die Kontakt suchen, ein Signal setzen, Gefühle zeigen, weil so kommt das Glück, so kommt alles in Bewegung, so kommt es in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben gerade viele, viele Themen, ändert sich die Schicksal, haben sie Lernaufgabe, haben Wünsche und Sehnsüchte. Viele Steinbockgeborenen ermüdet das gerade, die verlieren die Kraft, die Gespräche können unangenehm sein oder haben Missverständnisse, viel hängt noch mit der Vergangenheit zusammen, einiges muss beenden, loslassen, von vielen auch trennen. Also es ist schon eine Herausforderung, gerade bei den Steinbockgeborenen, aber wenn die das bewältigen und jetzt mit Wünsche beschäftigen und das Ziel setzen, das ist die Stärke, die Steinbockgeborenen, und die Richtung sollen sie orientieren, dann haben sie das auch ganz gut im Griff und haben das bewältigt. Mehr Glück haben die Wassermann-Geborenen auch in die Liebe, Partnerschaft, auch beruflich, wunderbare Energie. Also die Wassermann-Geborenen haben wirklich Glück, Erfolg, Anerkennung, berufliche Chancen und Glück in die Liebe, Partnerschaft und auch ein ganz, ganz gutes, harmonisches Energiefeld. Bei Tierkreiszeichen Fischen geboren ist wichtig, die
Bekanntenkreis, Freundeskreis, eine Gruppe von Menschen da etwas organisieren. Das kann ein Verein sein oder eine Partei, da Ordnung zu bringen, für anderen da zu sein, sich einsetzen, die Kraft. Aber sie sollen intuitiv handeln, nicht ausnützen lassen, weil die Fischengeborenen helfen gerne, sind mit Herz dabei und das wird manchmal ausgenützt. Also da ein bisschen trennen Spreu von Weizen, wo kann ich helfen, wo ist das angebracht, weil da kommt Dankbarkeit zurück und wo bin ich eher ausgenützt. Also da muss dieses Unterscheidungsvermögen schon da sein. Und dann sind die Fischengeborenen zufrieden, sind sie auch gerade gebraucht mit ihrer Energie, auch ihrer Intuition, ihrer kreativen Art. Und viele Fischengeborenen hilft auch gerade bei beruflichen Neuanfang, beruflichen Veränderung und das wird die Tendenz sein, berufliche Verbesserung. Die Wiedergeborenen, oder könnte ich sagen, wir Wiedergeborenen, fühlen wir gerade eingeschränkt mit unseren Möglichkeiten. Die Gespräche laufen nicht so gut, kann eine unangenehme Nachricht sein oder Missverständnisse. Wir fühlen uns gerade erschöpft und müde. Und es ist wichtig, jetzt gerade die Ruhe bewahren, dieser Rückzug, eher passiv verhalten, weil wir brauchen gerade die inneren Gleichgewicht. Und in Ruhe liegt die Kraft. Und wenn wir zu viel versuchen zu bewältigen und aktiv sind oder möchten wir etwas verbessern, dann verlieren wir gleich die Kraft, auch das inneren Gleichgewicht, sondern eher jetzt mal nichts tun, zurückziehen, ausruhen, eher ein Buch zu lesen, Musik hören, die Gespräche meiden. Und wirklich geduldig warten, bis sich das dreht alles, bis eine bessere Energiefeld da ist, dass wir wieder etwas Neues starten können. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich erwähne noch die Blitzberatungen und es kommt auch sehr gut an, das freut mich auch. Es sind E-Mail-Beratungen und es geht auch blitzschnell. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und stellen Ihre Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails im Regel noch im selben Tag, alles spätestens im nächsten Tag. Und mein Honorar beträgt bei dieser E-Mail-Beratung pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamerici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.